dich speziell interessiert? Ja, also was die Fans interessiert, ist wichtig und mich natürlich auch. Otmar Saitner wäre ein richtiger Mann für mich. Die Fans wollen den Kampf, ich will den Kampf. GMC wollte den Kampf in der Vergangenheit, aber da kam keine Antwort von Otmar Saitner. Und ja, das ist das, was die Fans sehen wollen und wir werden auf jeden Fall einen guten Kampf liefern. Ja, ich glaube, das kann man so stehen lassen. Man kennt euch beide als starke Striker. Ist der schon länger, also der Ottmann, auf deinem Radar? Du hast gesagt, es sollte schon mal irgendwie oder kam schon mal auf Papier? Ja, GMC hat mich damals angesprochen, aber da kam, wie gesagt, keine Antwort von der Ecke. Und ja, jetzt mittlerweile kennt mich jeder, Ottmann jetzt auch. Und ja, das ist ein interessanter Kampf, den auch NRW sehen wollte, ne? Warum glaubst du, ist Ottmann ein sehr interessanter Gegner für dich? Der ein oder andere Kritiker wird ja wahrscheinlich dann sagen, von der Statistik ist er eben noch nicht so weit wie du. Aber vom Können, ich sag mal, im Stand dürfte das ja wahrscheinlich eine spannende Partie werden. Ja, wie gesagt, nicht ich, die ganzen Leute wollen den Kampf. Also natürlich ich auch, ja klar. Aber das ist interessant für die ganzen Zuschauer, für die Fans. Ottmann sagt ja selber von sich aus, er ist ein starker Gegner. Ich will ja nur gegen starke Jungs kämpfen. Ich will jetzt kein Fallobst. Er sagt, er ist die Eins in Deutschland im Weltergewicht. Ja? Dann, ich will natürlich die Eins schlagen. Ist ja logisch. Und das ist das, was jeder sehen will. Ja, dann bleiben wir gespannt, was die Ecke von Otman Azertar sagt. Hört sich sehr gut an. Wir drücken da die Daumen, dass das Ganze passiert. Hast du vielleicht abschließend noch ein paar letzte Worte, vielleicht speziell jetzt für deinen Gegner? Ja, auf jeden Fall. Ich möchte natürlich, dass es alles sportlich bleibt. Nicht wie letztes Mal, als ich gefragt wurde, würdest du gegen Abo kämpfen? Abo hat rumgeheult. Ich habe da tausende Telefonate bekommen. Verschwörungstheorien. Ich hoffe, Ottmann ist nicht so eine Heulsuse wie sein Bruder. Aber ich glaube, ich kenne Ottmann, der steht auch sein Mann. Und ich hoffe, dass Ottmann nicht an dem Tag irgendwelche Klausuren hat. Ich weiß, er studiert, ne, dass er das ein bisschen zur Seite schieben soll. Alles ist auf sportlicher Ebene. Und ich freue mich auf den Kampf, wenn das dazu kommen sollte. Und voraussichtlich bei GMC 7 geplant dann im November? Ja, dann bei GMC 7 im November. Okay, gut. Wir danken dir vielmals für das Statement. Die letzten Worte, wenn du noch was auf dem Herzen hast, gehören dir. Ja, ich bedanke mich bei euch und bei allen. Und ja, wir warten auf eine Antwort. Wir warten mit dir. Danke.